So. Das könnte ein bisschen higher. Hey Leute. Hi Markus. Sag mal Markus, dich wollte ich mal was fragen. Du guckst auch total oft zu und ich habe letztens zufällig gesehen, unter den Abonnenten des letzten Monats, dass du da drunter warst, hattest du bisher wirklich noch nicht abonniert oder was? Würde mich mal interessieren. Hi Marco, heißt es so Sabotal, Entschuldigung. Hey Ogni, genau, Flat. Denn Dead Stranding gibt es halt nur in Flat und tatsächlich, wartet mal, interessiert mich das. Ja, das ist mal. Ich kriege irgendwie die Kamera nicht richtig eingestellt. Entweder. Die Frage mit dem VR beantwortet mal gerne einer aus dem Publikum, ja? Aus dem Shared. Ach, scheiße, jetzt ist die Kamera runtergefallen. VR funktioniert das immer alles so super, aber in Flat. Genau, die Jungs sind schon auf dem richtigen Weg. Tatsächlich, es ist immer eine doppelte Geschichte. Ich habe außer dem Mikrofon hier irgendwie sonst nichts. Ihr müsstet sonst meinen Ton über die PlayStation-Kamera kriegen und der ist nicht so gut. Ja. Also hat man immer so Hall drin und so. Und gleichzeitig erhoffe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Immersion durch die Kinoleinwandgeschichte. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Es ist natürlich blöd, weil immer alle Leute fragen, warum, ob das jetzt in VR ist. Aber die einzige Variante, das auszublenden, wäre, die Kamera hier auszuschalten. So, aber eigentlich finde ich es auch mal ganz witzig, dass ihr mich mal sehen könnt. Hallo. Während ich PlayStation spiele, ja, das ist ja quasi per se, dass ich da eigentlich nie Videos habe, wo ich auch zu sehen bin. Passt, man sieht das Logo. Ja. Na gut. Kinder, also, ich habe einen Key von Dead Stranding bekommen, von PlayStation zur Verfügung gestellt bekommen, als harter PlayStation Influencer und damit auch die Frage beantwortet von Monkey, holst du die Jedi Fallen Order? Nein. Leider nicht bekommen, das von Sony zur Verfügung gestellt. Ne? Nee, Jedi Fallen Order, also irgendein Star Wars-Spiel oder so interessiert mich nicht, aber ich habe sehr, sehr viel Respekt vor Hideo Kojima. Ich habe das letzte Spiel, was ich vor VR gespielt habe, war auch Metal Gear Solid 5 und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde den Typen absolut strange. Ich finde auch seine Karriere krass, dass der bei, was war das, Konami oder so, Metal Gear? Ich weiß es gar nicht genau, dass der da raus ist und dann einfach so eine neue Firma aufbaut und jetzt den Deal hier mit Sony hat und so. Krasser Dude, auf jeden Fall. Und die Trailer, die es zu sehen gab und so, waren auch schon immer so crazy. Und Death Stranding interessiert mich einfach. Ich will wissen, was da los ist. Und mich interessieren aber immer noch nicht Flat Games an sich, aber hier würde ich mal gerne reingucken. Ja, ich bin gespannt. Leute, ich drücke jetzt mal Start. Boah. Das Spiel unterstützt automatische Speicherung. Schön. So, und zwar lege den gewünschten Schwierigkeitsgrad fest. Du kannst jederzeit. Ich mach mal leicht, denn das hat mich ja letztens bei God of War so ein bisschen abgefuckt, obwohl ich da auch leicht genommen hatte. Aber die Kämpfe haben mich voll genervt. Ich will eigentlich die Welt sehen und die Geschichte erfahren. Und nicht kämpfen, indem ich Knöpfchen drücke. Das Spiel mit den gewählten Schwierigkeitsstufe starten. Du kannst dich. Ja, los geht's. Wow. Oh, das sieht ja schon mal gut aus. Danke, Leke.
Und wie gesagt, der Zusatzeffekt von dem VR-Headset ist, dass man halt eine geile Leinwand hat zum Spielen. Okay. Ich möchte es nicht einstellen. Passt, passt. Kann es sein, dass ihr jetzt gerade nicht seht? Was passiert denn hier? Achso, ich musste eben hier mein Geburtsdatum eingeben und da, ich glaube, so lange wurde nichts übertragen. Keine Panik. Hey, PC-Kalle. Und Gameheads. So, jetzt aber, mal gucken. Achso, das ist das Maskottchen von der Firma, ne? Hi, Dexter. Das Seil und der Stock sind zwei. Das Seil sollte das Gute, der Stock schlechte fernhalten. Sie waren unsere ersten Freunde. Wo es Menschen gab, es auch Stahl den Stock. Warum ist das so schnell? Aus Kobo, Abis. Ich kann es nicht vorlesen. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der Raum und Zeit gebar. Hi, Bösti. Einst gab es eine Explosion. Ein Urknall, der einen Planeten in diesem Raum kreisen ließ. Einst gab es eine Explosion. Warum sagst du das Ein immer wieder? Urknall, dem das heute uns bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Sind das Fotos? Sieht total nett aus. Stellt euch mal vor, dass wir eines Tages davor stehen im Feuer. Ihr könnt Bescheid sagen, wenn ich das Intro wegdrücken soll. Tatsächlich ein Faktor ist auch, ich habe schon Bock manchmal so reinzugucken in so ein Spiel und zu sehen, wie der momentane Stand der Technik ist. Aber, achso, und wenn ich mir das dann bei Sony als Influencer order, dann muss ich auch ein Video drüber machen, ne? Dann verlangen die einen Beleglink so. Mich interessiert aber tatsächlich die Story. Ich weiß grob, um was es geht. Ich habe mich da schon ein bisschen schlau gemacht. Ja, gucken uns alles in Ruhe an. Passt. Haben wir Zeit. Ich habe heute nichts weiter vor. Ich habe heute sage und schreibe drei VR-Videos klar gemacht und geschnitten und alles Mögliche. Und jetzt habe ich Freizeit heute. Ja. Und habe mich sogar noch ein bisschen um meinen Job gekümmert. Mag halt auch diese Trostlosigkeit einer Welt. Wie traurig schön. Und ich wäre so ein Motorrad. Wieder kein Persistent. 50 LA, kommt wieder Persistent. Aber heute gucken wir uns mal den Flat Superhit an, den aktuellen.
Hey, Nick. Wie schaut's aus, Nick? Bist du glücklich? Sehr gut, sehr gut. Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, kriegt ihr bei YouTube eigentlich dann das Bild oder hier diesen ganzen Scheiß auch noch mitzusehen? Also diesen Rahmen mit Text und so. Scheiße. Ja genau, heute Dead Stranding. Ich kann nicht mehr warten, bis es das auf der PlayStation 5 in der VR-Version gibt, deswegen gucken wir heute schon mal vor. Beides, ach, das ist ja auch doof. Geht ja auch ein bisschen was von der Experience für euch flöten, oder? Okay. Ach ja, stimmt. Ihr seht ja mich, klar. Sorry. Ach so, Leute, ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ich bin dran. Ich bin dran mit Spielen. Linke Hand nehmen. In der rechte Hand nehmen. Auf Rücken tragen. Oh, das war der falsche Knopf. Ich trage es auf dem Rücken. Oh Mann. Ah! Oh Gott. Guckt euch mal diese Welt an. Wow. Gleich nach unten schauen. Machen wir einen Kameraflug. Eieiei. Ich weiß nicht, das Verrückte ist ja, der Kojima ist ja Director und so, ne? Also, der denkt sich alles aus, etc. Aber ich finde, dass der Grafikstil, den seine Spiele haben, also Metal Gear Solid und auch das hier, dass die totale Parallelen haben, obwohl er ja jetzt eigentlich eine andere Firma hat und so. Ich weiß nicht, ob er sein Team, sein Konzeptart, Leute und alles mitgenommen hat in die neue Firma. Sowas würde mich mal interessieren. Nick arbeitet noch. Laut Digital Foundry ist es grafisch top. Du, ja, technisch bestimmt, aber... Das ist eine gute Geschichte. Ja, technisch ist auch top. Guckt euch mal solche Details hier an, ne? Die Steine und so. Was für eine Strukturen die haben. Das sieht echt krass aus. Genau, das hatte ich auch schon vermutet. Zum Scannen tippen. R1. Ich scanne. Also scheinbar habe ich irgendwie meine Fracht verloren und musste wieder einsammeln, ja? Das ist gerade meine Aufgabe. Das Scan-Ding hier sieht auch geil aus. Wie so eine getrackte Geschichte. Denn da hinkommen? Das ist so zerklüftet hier. Ah. Und da ist ein Pfad. Justin, schönen Grüße nach Holland. Ah, Justin hat Urlaub. Nicht schlecht. Oder? Ist doch Urlaub, ne? So, das ist übrigens immer noch Intro, witzig, ne? Also, jetzt geht's wieder mit Cutscenes weiter.
Ja, mich hat es auch gerade interessiert, weil Dead Stranding offensichtlich kein Titel ist, wo alle Flat-Gamer schreien, yeah, sondern weil es ein bisschen kontrovers ist, ne? Also, finde ich aber gerade gut. Ich bin wirklich gespannt. Hi, Jörg. Was passiert da? Drücke immer aussehen wie Hände. Warum ist das so? Alter. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ist alles flat natürlich, ne? Also, es wäre eigentlich nett, wenn man das in alten Stereo gucken könnte. Das wäre schon mehr wert. Aber auch das braucht, glaube ich, Performance. Und die Engine hier, die ist schon an meiner Performance-Grenze. Der PlayStation 4. Auf der Pro hätten sie es dann in Stereo machen können, ne? Das wäre nett. Oh mein Gott. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, jeder Zweite kommt rein und denkt, das ist VR, weil ich die Brille auf habe, aber ihr vergesst, dass die doch auch einen Cinematic-Modus hat. Und ich habe halt nur dieses Mikrofon hier an der PlayStation angeschlossen. Ansonsten müsstet ihr mich durch die Kamera hören und das ist der Verhalt. Das schockt mich. So. Ich habe nur das Problem, dass ich ein bisschen Drift habe. Also mein Bild wandert ganz, ganz unmerklich nach rechts. Krass. Habt ihr gesehen, da schwebten irgendwelche schemenhaften humanoiden Formen. Wieso weint er denn? So, also ich kann jetzt schon nicht so nach vorne gucken, sondern muss so gucken, damit das Bild gerade ist. Ah, schon immer interessant. Ich versuche mal zu gucken, wie es auf dem Fernseher aussieht. Ich glaube, sie sind weg. Was zum Teufel? Leute, deutsche Synchro. Ich wollte nicht so fest. Das haben wir ja nicht oft. Festzupacken. Tränen. Isa? Eine Chiraliumallergie. Man kann also, übrigens hier durch die Kamera sehen, ne? Wie ich. Ich habe den Explosionsfaktor. Aber ich glaube, du hast mehr. Welche Stufe? Du siehst sie, stimmt's? Nein, aber ich spüre sie. Also Stufe 2. Was tust du hier? Ich will nicht nass werden. Genau wie du. Der Zeitregen lässt nach. Der Zeitregen? Mein Name ist Fragile. Ja, ich habe von dir gehört. Wirklich? Sam Porter Bridges. Der Mann, der liefert. Der Mann, der liefert.
Willst du ihn? Ein Kryptobiot am Morgen vertreibt den Zeitregen. Guck dir mal die Gesichtsmimik an, ne? Das ist schon nett. Willst du für mich arbeiten? Ist sicher hart hier draußen, so allein. Echt? Ich dachte, Fragile Express hätte genug Leute. Genug Verräter. Nicht mehr viel von uns übrig, bis auf ein paar ehrliche Menschen. Ja, ich weiß, durch Option kann man das wieder justieren, aber dann macht das Game jedes Mal eine Pause. Ist auch nicht viel. Ihr habt jedes Mal eine Pause, wenn ich das Bild zurechtdrücke. Ist auch so ein bisschen doof. Da kann ich dir nicht helfen. Ich liefere Dinge ab. Der Zeitregen. Central Dispatch. Unabhängiger Lieferant Sam Porter Bridges. Empfänger erwartet Lieferung. Hat der Lizenz wegen der Musik? Ich konnte mich irgendwo anmelden. Also zusammen mit dem Key gab es ja ein Anschreiben an Presse und Influencer. Und man kann sich anmelden und sich da eintragen, sodass man wegen Copyright-Problemen nicht... Pass auf dich auf. Also dass man da raus ist. Diese Dinger bleiben nie lange fort. Hi, Lena. Gucken wir mal. Was ist das in den Zähnen? Normalerweise müsste sowas nicht sehen. Der Zeitregen spult alles vor, was er berührt. Aber er kann nicht alles davon spülen. Die Vergangenheit lässt einen nicht los. Wir sehen uns. Sam Porter Bridges. Und wieso hatte sie so einen Anzug, wo so Stacheln rauskommen an der Schulter? Sehr lustig. Ja, Zeitring. Ja, offensichtlich, ne? Deswegen tragen die wohl diese Schutzanzüge, denn wenn sie von dem Regen getroffen werden, bewegt sich die Zeit, die Blut- und Ausdaueranzeige. Das rote leise ist Blutanzeige. Wenn sie null erreicht, stirbt Sam. Was? Mir noch wurscht. Das war ja tatsächlich bei Metal Gear Solid 4 war das extrem, ne? Da waren so endlose Zwischensequenzen und die waren wirklich nicht aufregend, ne? Da hat, keine Ahnung, ein Mädchen im Flugzeug Spiegelei gebraten und so ein Zeug. Das war schon eine andere. Ich habe jetzt noch gar nicht mitgekriegt, was ich überhaupt machen soll. Also, was tue ich hier? Was habe ich vor? Wo muss ich hin? Da unten? Fühlt sich voll anstrengend an. Du lieferst. Du musst zur Stadt runter. Okay. Jörg will sie nicht spoilern lassen. Ich muss zur Stadt runter. Ist das da hinten die Stadt? Sieht ziemlich krass aus. Wie komme ich denn da runter? Ich springe. Ah. Okay. Ich kann springen, aber war nicht so gut. Ne? Ich finde auch nett, wie das Moos hier aussieht. Seht ihr das? Ist tatsächlich so kuschelig. Ich habe aber schon wieder dasselbe Gefühl wie bei Horizon Zero Dawn. Ja, ich finde die Welt hier total fantastisch. Und ich würde gerne da drin sein. Was ist denn hier los? Habe ich mein Gepäck verloren? Wieso? Was soll denn das? Gemerkt.
Spoiler-Ängsten. Guck mal, da ist ein toter Hirsch. Ja. Aber unwillkürlich möchte man hier immer so lange, langsame Kameraschwenks machen. Guckt euch mal den Wasserfall an. Das sieht auch sehr nice aus. Was hat denn da eingeblendet? R3. Oh. Ich kann, wenn ich R3 drücke, kurz an Sachen ran. Münze, das haben wir schon so oft gehabt. Ja, ich spiele das hier, weil ich sonst kein gutes Mikrofon hätte. Mikrofon, um mit euch zu sprechen. Deswegen nehme ich einfach die PlayStation VR, da ist ein gutes Mikrofon eingebaut und außerdem kann ich so gleichzeitig im Kinomodus groß sehen, was auch ganz nice ist. Und außerdem fühle ich mich einfach besser mit einer VR-Brille im Gesicht. Guck mal das Wasser an. Ah, das ist nett. So ganz, ganz früher war es halt mal was ganz Besonderes, wenn Wasser realistisch aussah, ne? Ich glaube, ist mittlerweile aber gegessenes Thema, also sieht sehr nett aus. Vor allen Dingen auch sehr interessant, wie sensibel das Force-Feedback, nee, Force-Feedback ist das ja nicht, ne? Aber das Feedback hier reagiert. Wenn man durchs Wasser wartet, links, rechts, dann spricht der und der Motor so abwechselnd an, so ganz bisschen, und das fühlt sich tatsächlich an, als ja, man spürt irgendwie die. Scheiße, aber. Ich. Hör mal. L2, ja. R2, um Gleichgewicht zu halten. Okay. Ich habe auch gar keine Lust, durch den Fluss zu laufen, aber ich sehe gar keinen anderen Weg. Aikisho Nacht. Ja, der ist aber auch langsam, der Porsche, wenn ich renne mal. Und guck mal, es ist immer noch, wir sind immer noch quasi im Intro. Also wenn ich das jetzt hier nicht streamen würde, würde ich das auch nicht auf der VR-Brille spielen. Ne? Ja. Aber ich meine, ich komme eh kaum noch. Tut mir leid. Das Gleichgewicht halten. Wenn du stürzt, nimmt die Fracht Schaden. Neben Frachtbehälter Schaden verfärben sie sich Schadensband. Achso, okay. Nach und nach rot. Wenn dein Gleichgewicht zu verlieren bringst, du kannst das mit. Okay. Okay, also man muss. Man kann einfach nicht einfach rumlaufen, sondern. Vor allen Dingen, was ist denn da? Wie komme ich denn hier mal an Land wieder? Ist das eine Treppe? Ja. Guckt euch das mal an, ey, wie nett das alles aussieht. Hier so verrostete. Poller. Oh Mann, ey. Ich möchte dort sein, in VR. Ah. Wirklich zu irgendeinem Gott. Ich glaube, der heißt Atari oder so. Dass wir eines Tages in solchen Welten in VR rumlaufen können, Leute. Ey. Hi, Fargoy. Hier ist irgendein Kraftwerk. Caution. Ich lauf mal gegen. Nein. Dann bleibt mir quasi nichts anderes, als da hinten zu versuchen, ne?
ich glaube, so viel Sprengen und so sollte ich auch nicht. Gleichgewicht halten. Ich weiß halt nicht, ist es denn wirklich, dass das Gameplay ist, durch die Gegend gehen und dabei nicht umkippen? Ach scheiße, guck mal. Der blaue Balken verschwindet nämlich irgendwie. Gleich passiert irgendwas, was ich nicht möchte, glaube ich. Er ist umgekippt. Padamel L2R3, um schnellstmöglich wieder lang zu kommen. Okay. Ach komm schon. Hör mal auf, dämliche Anzeiger. Ich leide mit dem Charakter. So, wir sollen zu der Stadt gehen. Ne? Hat irgendeiner von euch gesagt übrigens. Ich weiß gar nicht, warum ich da hin soll. So nett. Ja, ich weiß. Jemand gefällt einer deiner Aktivitäten. Ich gehe mal hier runter. Renne nicht mehr rein. Mit L3 kann ich rennen. Oder nicht? Oh, da ist irgendwas. Hey, Gepäck. Alter, das war ein Koffer. So, jetzt habe ich mein Maximum. Guck mal, er ist ganz schief. Hier ist doch überall das Kraftfeld, oder? Scan wird gestartet. Fracht geprüft. Vielen Dank. Ey, komm. Kollege, was ist denn los? Ich muss jetzt wirklich hier mit den Knöpfen das Gleichgewicht halten, Leute. Das ist ja mal witzig. Guckt euch mal bitte an. Ich lass wieder los. Okay. Ich krieg das nicht. Das Fahrzeug da sieht so geil aus. Also an sowas kann ich mich wirklich immer erfreuen, ne? An so krassen Designs irgendwie. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Wow. Erscheinen so Kreise auf dem Boden. Ich wollte doch nur das Auto angucken. Wie verrückt das aussieht. Hi, Sailor. Ich gehe jetzt mal einfach hier geradeaus. Da ist so ein Symbol hinten, da gehe ich jetzt hin. Das ist die Fracht an der Stapeln. Ach so, ich wusste nicht, dass ich das kann. Hat mir noch keiner gesagt. Bisher weiß ich nur, wie ich sie aufnehmen kann. Aber das Spiel hat mir noch nicht gesagt, wie ich sie wieder abnehme. Ausruhen. Okay. Setzen wir uns. Er ruht sich aus. Sehr nett. Abschnitt. Ah, okay. Oh Gott, ist das zu viel Zeug. Ausrüsten auswählen. Gegenstände auswählen. Bewegen, rennen. Pause, Action. Rechte Hand, linke Hand, scannen. Meine Fresse, Leute. Luft anhalten gibt's auch. Fracht, Haltung, Fracht. Action ausführen, springen. Boah. Schultern massieren, schlafen. Ich massiere die Schultern. Nein, ich schlafe. Scheiße. Ich will doch nicht schlafen. Tut mir leid. Hör auf, Sam. Er schläft. Guck mal, Sam schläft. Ist es für dich vielleicht auch an der Zeit, eine Pause zu machen? Nee. Ich weck ihn. Los, Sam, komm, wir müssen weiter. Junge! Ich hab glückliche Post. Schultern massieren. Welche Taste ist denn das? Soll das Viereck sein? Wo ist denn hier Viereck? Nein! Ich will nicht schon wieder schlafen. Hör auf. Aufstehen. Zurück an die Arbeit. So, die Dreiecktaste ist für Gepäck.
Zeugs nicht, Leute. Ah, guck mal, jetzt habe ich es abgeladen. Dann nehme ich das Schwere zuerst. Ah, den Kleinen hat er automatisch mitgenommen. Den wollte ich noch gar nicht nehmen. Und noch einer. Sehr gut. Das gibt's doch nicht. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich sozusagen ein wesentliches Spielelement ist. Du kannst übrigens S-Pulern und dann wächst ein Pilz. S-Pulern? Teillieferung auswählen, um die aktuell mitgeführte Fracht einzureichen und den Rest später nachzuliefern. Sobald die eingereichte Fracht die Anforderungen erfüllt oder übertrifft, kannst du den Auftrag jederzeit abschließen. Mache ich nicht. Hast du schon gemailt oder was meinst du? Teillieferung. Es sind aber auch diese Kleinigkeiten, ne? Das ist so typisch Kojima, finde ich, ne? Es ist nicht so, Teillieferung ist ein Knopfdruck, sondern dann geht irgendwie so ein Regal hoch, dann muss man was reinschieben, dann geht's wieder weg. Huch. Was hat denn so lange gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Es lag am Unwetter. Hat man Motorrad und Fracht verloren. Da hat man dich wohl durch die Mangel gedreht. Du kommst unpünktlich, aber... Die Fracht ist in Ordnung. Gute Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ich glaube, es geht wirklich sehr viel um die Fracht, denn jetzt wird hier alles ordentlich aufgeführt. Interessant. Hi, Lenny. Ah, ich habe eine Trophäe bekommen. Na gut, weiter. Okay, jetzt reicht aber wirklich. R1. So, alles automatisch übersprungen. Brückenlink, Frachtzugang, was auch immer. Spezialauftrag für Sam Porter Bridges. Eilauftrag. Genau. Ich habe ganz normal hier das, einen großen 5 Meter Screen vor mir, na 5, weiß ich nicht, einen großen Screen vor mir und sehe das ganz normal in flat, ne? Flach, wie Gott die Welt geschaffen hat. Für Spieler. Stimmt, ich hatte No Man's Sky hatte ich einmal in flat gespielt. Ja, ja. Hab ich total vergessen schon wieder. Ah, guckt euch mal das Auto an. Das ist nett. Igor, Bridges Leichenentsorgung. Sam Porter nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von einer Phobie. Bridges Leichenentsorgung? Was ist los? Komm, wir müssen los. Ich erklär's unterwegs. Na los. Hier, siehst du an. Ich weiß nicht, ob das auch eine Geschmackssache ist, aber ich muss gestehen, die Grafik gefällt mir hier jetzt gerade besser als bei Horizon Zero Dawn. Ist ja selbe Engine. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mag diesen... Den sehr slicken, wir nicht, aber wohl vor über technischen Style, den die Kojima hat. In Quarantäne. Dinge er war nicht haben. Krank. Es war Selbstmord. Oh, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir ihn gefunden haben. Hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Online aktiviert, zum Verbrennungsofen im Norden. Der Weg dahin ist voller GDs. Gibt es keinen anderen?
Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Ist das eigentlich seine deutsche Synchronstimme? Ich weiß das nicht. Ich hab Walking Dead nicht wirklich. Keine Ahnung, ich hab nur zwei Staffeln geguckt oder so. Hey, wir schaffen das. Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Dooms. Mit Dooms? Er zeigt bereits Anzeichen von Nekrose. Es muss schnell gehen, sonst knallt sie hier. Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Dann schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Porter. Nur Sam. Einfach Sam. Und ich sehe Gedächtnis nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Ein Bridge Baby. Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Ist immer ein beschissenes Gefühl. Tja, du verbindest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt! Also in diesen ersten 40 Minuten habe ich bisher nur zu tun gehabt, von oben nach unten zu gehen. Aber ich alles daran macht Bock zu erfahren, was los ist. Ne? Das ist schon nett. Also ich glaube, wenn Kojima 1 kann, dann super interessante Welten machen und sie mit Geschichten führen. Also. Und ich kann mich natürlich als 3D-Grafiker an der Grafik ergötzen. Es sind so viele kleine Details, die so gut sind, die wahrscheinlich die Laien gar nicht so checken. Aber die Grafik gut machen, 3D-Grafik. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Heute kaum vorstellbar. Wie du siehst, hat der gestrandete Tod große Löcher gerissen. Hat uns völlig fertig gemacht. Und wer das große Glück hatte zu überleben, wurde vom Zeitregen davongespült. Dann tauchten diese Freaks vom Strand auf. Die Welten der Lebenden und der Toten vermischten sich einfach. Und ab da verkrochen sich die Leute in den Städten. Und Boten wie du wurden auf Händen getragen. Schön, dass der eine jetzt quasi die Geschichte erzählt, was hier überhaupt los ist. Alte Scheiße, ein Regenbogen. Wie weit noch bis zum Verbrennungsofen? Der Typ ist gleich so weit. Shit, wir müssen mitten durch die GDs durch. Die Schweine haben uns da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Sam, kannst du irgendwas sehen? Nein, nichts. Baby muss kaputt sein oder so. Okay,
Danke, MC1R. Oh. Oh nein, die Krebse und Pflanzen altern alle. Weil sie vom Regen getroffen werden. Aber was ist denn mit ihm? Ich meine, sein Gesicht kriegt doch bitte auch Regen ab, oder? Nein, hat es nicht. Sebastian, ich gucke nur mit der Brille, weil ich hier ein Mikrofon eingebaut habe. Also ich habe sonst keins. Wenn ich Flat spiele, könnte ich sonst nicht reden. Nicht gut. Achso, und es hat ja einen Cinema-Modus, die PlayStation. Ne? Also ich sehe jetzt alles hier auf einer großen Kinoleinwand. Naja, auf einer kleinen Kinoleinwand, aber auf einer großen Wohnzimmerleinwand. Au, 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 au. Mächte sind hier. Ich krieg die nicht raus. Das Sonntagsremix, das kriege ich nicht an die PlayStation angeschlossen. Also, keine Ahnung, kann man da einfach USB-Mikros reinstecken? Das wüsste ich nicht. Aber gute Idee, ja? Keine Ahnung. Oh, oh. Das ist, so ein großes Ding, das Mikrofon, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das hier bequem hinstellen soll. Aber ich check das mal aus, das ist tatsächlich eine Idee. Halt! Erstochen selber? Wie krass, ey. Alter.
keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Wie krass ist das denn bitte? Aber echt. Aber echt. Muss ich schon sagen. Also, es ist schon erstaunlich, was die Spiele heutzutage so machen. Ich finde das Wort heutzutage ein bisschen nervig, aber das ist schon krass, was die hier abliefern an Detailgrad und Inszenierung, ja. Und was für Sprünge das auch gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Schon abgefahren. Oh. Ich glaube, die Sequenz gab es schon mal in einem Trailer. Der Kojima ist sowieso außer Frage genial. Aber ich meine tatsächlich jetzt auch die Technik, ne? Also, wie gut das schon ist. Alter. Wer singt da? Ah, wer ist das da? Ich weiß nicht, warum sie Kojima nicht mal einen Film machen lassen. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, oder? Ich weiß es auch nicht gerade, Leute. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eine Traumsequenz oder so. Ja, ein Panel auf der EGX mit Fatih Akim zusammen, ne? Fand ich auch lustig. Falls ihr den nicht kennt, Fatih Akim ist ein deutscher Regisseur, also ein türkisch-deutscher Regisseur und hat auch sehr bemerkenswerte Filme gemacht. Ich glaube, sein erster großer Erfolg war Gegen die Wand. Muss ich jetzt was spielen oder ist das immer noch Intro? Achso, ja, tatsächlich. Ich steuere jetzt. Das war jetzt eben so eine Traumsequenz von ihm oder so. Schon krass.
Das übrigens. Einst gab es eine Explosion. Hyatt. Eine Explosion, der das uns heute bekannte Leben entsprang. Ah. Und dann kam die nächste Explosion. Eine Explosion, die unsere letzte sein wird. Wow, bedeutungsschwanger. Das Blut und die Ausdaueranzeige. Okay, ich glaube, das Intro, den Prolog haben wir geschafft, oder? Und hat nur eine Stunde gedauert. Aber krass, Leute, also ohne Scheiß. Mir geht's gerade, als wenn ich Kinofilm gucke. Und gleichzeitig manchmal ein bisschen steuern kann. Ist schon geiler Scheiß. Und ich habe voll Bock. Ich möchte wirklich wissen, was es mit dieser Welt da auf sich hat. Also, was das für komische Wesen sind und so. Ich finde das sehr interessant. Ja, ist natürlich bedauerlich, dass wir nur zugucken können durch einen flachen Bildschirm, aber naja, ich muss ehrlich sagen, wie hieß es, Horizon Zero Dawn habe ich auch gespielt. Finde ich eigentlich auch total interessant, die Welt, aber da weiß ich so ungefähr, was auf mich zukommen könnte nach der ersten Spielstunde. Ne? Also, ja, wir müssen bla bla bla. Und hier zum Beispiel ist es so schräg, da wüsste ich überhaupt nicht, was hier an Story passieren könnte oder so. Das ist schon spannend. It's drugs. Das ist Dead Stranding. Sonys aktueller 2D-Flat-Superhit. Oh, ey. Beiß dir den Arm ab. Wieso heult er eigentlich die ganze Zeit? Episode 1, Bridget. Ich lese hier immer nur Silvio Jenny XXX. Na, ich kann die Leute aus dem unter den Lebenden zu sein. Kommentarbereich rausnehmen, wenn euch Keine das Angst. Irgendwie, ich wenn die euch annerven, sagt Bescheid. Also Rechtsmediziner. Ah, guck mal hier. Das ist doch. Wie heißt der Typ? Der Regisseur. Nenn mich Deadman. Ich kenne mich gut aus mit den Toten. Alter. Natürlich nicht so wie du. Wirklich gestorben bin ich nämlich noch nie. Das würde ich nicht tun. Ich bin kein Experte, aber die Teile dienen deinem eigenen Schutz. Siehst du? Bin ich ein Gefangener? Das sind keine Handschellen, sondern topmoderne Geräte, die uns alle miteinander verbinden. Uns? Uns? Ah, uns. Ja. Bridges. Bridges. Die letzte Hoffnung der Menschheit für die Zukunft. Oder auf ihre Rettung vor dem Aussterben. Markus, das weiß ich nicht. Davon habe ich noch nichts gehört. Schau mal. Versuch sie an deine Haut zu drücken. Das habe ich Etwa noch nicht so. Ganz ruhig. Das zeigt nur die gute Verbindung deines Körpers zu den Handschellen. Da, sieh mal. Die Handschellen behalten dich rund um die Uhr im Auge. Das heißt, wir tun das. Wir wollen helfen. Was zum Teufel? 2 Tage? Wir waren so frei, während dieser Zeit Proben deiner Körperflüssigkeiten zu nehmen. Du bist ein Wiederkehrer. Das macht dich sehr besonders. Ein Wiederkäuer. Was ist mit den Leichenentsorgern? Die sind weg. Central Nod wurde bei der Annihilation ausgelöscht. Game over, Mann. Da ist nur noch ein Krater. Die einzigen, die es überstanden haben, waren du. Mir juckt die Nase. Und dein kaputtes Bridge, Baby. Geht's ihm gut?
Es soll entsorgt werden. Funktioniert nicht mehr. Warum behalten? Wir haben alle verloren. Nicht nur die Leichenentsorgung. Mein Team, das HQ, ganz. Ich bin auch gespannt. Mit Golem. Das war jetzt über 3 Jahre in Entwicklung. Aber ich weiß nicht, Leute. Ich habe kein gutes Gefühl. Oder besser gesagt, aber es ist ein reines Bauchgefühl, ne? Ich habe keine Anhaltspunkte für irgendwas. Sudbury war die einzig logische Wahl. Aber unser Implementationsteam ist geschrumpft und kann in 2 Tagen keine Wunder vollbringen. Hier geht alles durcheinander. Reality Stalker, ja, wussten wir schon, dass die von Guerrilla ist. Und, sein Unterstützungs- und wisst ihr, was, welches Spiel auch mit dieser Engine gemacht ist? Also weiter intakt. Rex? Ich tue das ungern so früh, aber ich habe einen Job für dich. Dieser Handabdruck, ist der von deiner Wiederkehr? Woher stammt der andere Abdruck? Von einer anhänglichen Frau in einer Höhle. Verstehe. Aphephosmophobie. Kein Wunder, dass du alleine da draußen warst, wo dich keiner anfassen konnte. Ich versuche vorsichtiger zu sein, Sam. Also, der Job ist eine dringende Lieferung. Und zwar musst du der Präsidentin Morphin bringen. Präsidentin? Amerikas Geschichte. Geht's um den Bürgermeister von Central Nord? Nein. Den meine ich nicht. Amerika lebt weiter, Sam. Die Präsidentin hat Krebs im Endstadium. Ihr Zustand ist kritisch, aber es bleibt noch Zeit. Achso, du meinst Getränkedose? Ich dachte nur, was meint er mit Monsterdose? Pass auf, Sam. Haben sie schön. Ich verspreche dir, es hat alles seinen Sinn. Werbung installiert in dem Spiel. Weil ich nicht wirklich hier bin. Alter. Tut mir leid. Das ist nur ein Chiralogramm. Und jetzt kommen mir die Tränen. Allergische Reaktion auf die chirale Übertragung. Eigentlich bin ich drüben in der Isolierstation, im großen dreieckigen Gebäude. Hier ist das Morphin. Hiermit schließt Bridges einen Vertrag mit Sam Porter. Ach, komm, ihr habt doch Morphin dort. Was ist los? Sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit, Sam, ist, dass Amerikas letzte Präsidentin dich persönlich sehen will. Willst du ihr das wirklich verwehren? Ja, sag ja. Ein herzliches Spiel, sagt Svensson. Was meinst du denn damit? Ein herzliches Spiel? Sehr gut. Wir sehen uns dann in der Isolierstation. Fump. Ja, der Traumfänger ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen. Den hat er vorhin irgendwie hinten am Gürtel oder sowas. Ja, Sailor, habe ich überlegt. Jedes Mal denke ich, wenn ich mal frei habe, würde ich gerne mal mich ein bisschen mehr mit Realtime-3D-Grafik auseinandersetzen, aber das ist nicht so einfach. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich kontinuierlich Jobs und ich weiß auch nicht. Und ich muss mich halt entscheiden, ne? Die restliche Freizeit, die ich habe, mache ich entweder das, was ich gerade hier mache, nämlich euch über VR was zu erzählen, oder, naja, in dem Moment spiele ich jetzt ein Flatgame, aber egal. Oder diese ganzen Sendungen am Wochenende, etc., etc., das frisst meine komplette Freizeit. Und das wäre die einzige Zeit, die ich jetzt hätte, um mich eigentlich damit auseinanderzusetzen, wie man ein VR-Game macht. Deswegen geht es leider nicht wirklich. Aber ich habe Pläne, ja. Und keine Ahnung, also die einzige Möglichkeit wäre, wenn ich das VR-Game
als Job hätte, nämlich also einer davon muss halt die Miete bezahlen und dann könnte ich mich mit sowas beschäftigen. So mache ich jetzt meine normalen Jobs, die bezahlen die Miete, also kann ich in der restlichen Zeit hier mit euch lustige VR-Sachen rumdengeln. Hey Tupac. So, aber jetzt geht's weiter, Leute. Ich guck mich nochmal um. Guck mal, wie toll das immer alles aussieht. Sogar diese Regale verschwinden da hinten so in so einem diesigen Licht und Nebel. Und das meine ich, ne? Auch wenn die 3D-Grafik an sich heutzutage extrem leistungsfähig ist, es gibt immer noch Teams, die es irgendwie drauf haben. Auch so vom Design her, ja, von der Gestaltung und so. Und dann die technische Umsetzung. Und welche, die nur normale Sachen machen. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Tschüssi. So, also ich muss jetzt das Morphin zur Präsidentin bringen. Das habe ich tatsächlich diesmal mitgeschnitten. Hast du wirklich deine gesamte Fracht? Ich habe überhaupt keine Fracht mitgenommen. Gott. Scheiße. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ich habe die Fracht nicht mitgenommen. Ich glaube, als Spieler. Scan wird gestartet. Eine angenehme Ja, danke, Reise. Danke. Wie geil, ne? Ich dachte, ich hab die irgendwie. Keine Ahnung. Normalerweise muss man sich da nicht drum kümmern bei normalen Spielen. Öffne über die Handschellen die Karte, wenn du dich verirrst, Sam. Die Isolierstation sollte ins Auge fallen. Bist du nicht sicher, wie du hinkommst, kannst du Markierungen setzen und Wege zeichnen. Probier's aus, dann verstehst du, was ich meine. Ich finde die Stimme von dem El Toro-Charakter aber komisch. Handschellen nutzen, um die Karte anzusehen. Machen wir mal, ne? Tada. Oh. Ah, nice. Alright. Und ich finde auch eine Welt, wo so Hologramme in der Luft schweben, finde ich auch geil. Ich hoffe, das haben wir auch eines Tages. Gamer, machst du sonntags nach die Schuhe 18 Uhr? Ja, in Big Screen-Übertragung ein paar Leute zugucken lassen, macht bestimmt Spaß. Ja, genau. Also die Live-Show, ich bin immer noch am Überlegen, wie wir das ein bisschen rumschiften. Ich bin ja jetzt auch am Sonntag bei dem Podcast, den Alternative Realitäten, dabei. Und dieses Wochenende habe ich einfach mal die Live-Show testweise auf Sonnabend gelegt, um mal zu gucken, was da los ist. Aber ehrlich gesagt, ich will auch nicht mein ganzes Wochenende mit dem Internet draußen reden. Also eine Stunde oder so ist okay am Tag, aber wenn ich eine Live-Show am Sonnabend mache, sind das schon mal 2 Stunden. Mit Vorbereitungen verbringe ich da insgesamt 3 Stunden mit. Und danach der Podcast am Sonntag auch noch 3 Stunden. Das kann ich, glaube ich, selbst wenn es jetzt alles immer cool ist, das werde ich nicht so lange machen können. Irgendwann braucht man mal frei am Wochenende oder so. Deswegen muss ich mal gucken. Ich überlege, ob ich so ein Ping-Pong-Prinzip mache. Also eine Woche Podcast, eine Woche Live-Show. Muss ich alles rausfinden. Wird sich ergeben. Ich wurde mit Brille geboren. So, achso, ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Off Limits. Ich liebe aber diese Konstruktion hier. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht warum. Ich mag sowas. Und ich schwöre euch, Kojima ist mit seinem ganzen Art-Team geschlossen bei Konami weggelaufen. Ich habe auch Lust, eigentlich mal diese komischen Abrisshäuser da zu sehen. Und warum macht das hier mal so ein Geräusch? Hier diese merkwürdigen Wolkenkratzer-Ruinen sehen total spannend aus. Aber da können wir nicht hin, ne? Na, schade. Puff John, ja, das ist der Anfang. Wir haben jetzt gerade den Prolog erlebt und ich habe aber auch einen Hinweis bekommen von PlayStation. Zusammen mit dem Key gibt es ein kleines Guideline, dass man jetzt in den ersten Tagen, wo das Spiel draußen ist, noch nicht über die dritte Episode oder so hin raus was zeigen sollte.
damit die Leute halt ja auch noch die Chance haben, das selber alles zu erleben. Ich habe noch keine Ahnung, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wie lange ich heute spielen möchte. Aber momentan bin ich noch sehr neugierig, was passiert. Und ich kann mich gar nicht satt sehen an der Grafik. Und ich finde es tatsächlich, ich wäre so gerne da drin und würde da durchlaufen durch das Spiel. Ich hab total Bock drauf. Oh, ist eine Lücke. Ah, kann ich nicht. Du, wenn du dir das im Laden kaufst und so, kannst du machen, was du willst. Aber wir als von Sony mit Keys versehen, ne, haben halt so die Auflage, die Verantwortung, jetzt nicht das ganze Spiel einfach wegzuzeigen. Ich weiß ja gar nicht, ob es dann Leute gibt, die sagen, ja, okay, mich interessiert auch nur der Inhalt, ich will das gar nicht selber spielen. Ich gucke mir wirklich jetzt an, wie jemand 50, 80 Stunden so ein Spiel durchzeckt. Im Central befand sich nicht nur das Bridges HQ. Die Stadt war auch der Sitz der Wiederaufbaubewegung. Hätte die Präsidentin nicht einer Spezialbehandlung bedurft, wäre sie nie fortgegangen. Und wäre sie geblieben, hätten wir das auch getan. Mal gucken, ne? Jetzt haben wir. Das Nette ist, wenn ich ein Flat spiele, dann sehe ich hier oben am Bildrand sich die Zeit. Das ist eigentlich immer ein großer Vorteil. Ist das Embargo mit Release nicht automatisch aufgehoben? Ja, es ist ja nicht das Embargo. Embargo bedeutet ja immer, man darf noch gar nichts zeigen und so, ne? Wie gesagt, das war eigentlich nur so die Guideline, wenn man jetzt den Key nimmt und was streamt, dass man bitte nicht von vorne bis hinten alles sofort durchspielen soll in den nächsten 2 Tagen, sondern gerne einfach ein bisschen reingucken, aber den Leuten auch die Chance geben, das selber zu erleben. So, in diesem Haus hier ist ja jetzt offensichtlich der Professor da. Gucken wir mal. Hallo? Ich muss mal kurz den Bildschirm adjustieren. Ja, das ist dann nochmal der interessante Teil. Also, ob die Spielmechanik dann noch Bock macht, das schauen wir nochmal. Momentan bin ich aber so geflasht von dem ganzen Drumherum. Alle in die gleiche Richtung. Sie wird also nicht mehr gesund? Ich denke nicht. Nein. Gut, wir sollten Vorbereitungen treffen. Sam. Ich bin's. Deadman. Tut mir leid. Mein Fehler. Ich fürchte, der Zustand der Präsidentin hat sich verschlechtert. Vielen Dank. Das wird ihre Schmerzen lindern. Damit sie vor ihrem Ende nochmal mit dir reden kann. Strand. Die erste und letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten. Du erinnerst dich doch an sie. Sie zog dich groß. Ja, ich habe am Anfang einfach Entwickler angeschrieben. Das ist keine Kleidung für ein Familientreffen. Aber ich glaube auch erst, als ich mir schon durch... am Anfang habe ich das Spiel einfach gekauft, wie jeder andere. Und als ich dann... keine Ahnung, vielleicht 1000 Abos hat oder so, habe ich mich getraut, auch mal Entwickler und Publisher anzuschreiben und so. Und ja, so hat sich das entwickelt. Ey, Pyrna. Ja, und ich glaube, bei VR ist mittlerweile jedem klar, dass die Szene winzig ist. Und dass man da nicht mit... Flat-Größen kalkuliert, ja. Weil normalerweise irgendwie ein YouTuber mit 5000 Followern ist halt echt so total scheißegal. Und im Flat
ist das schon existierend. Das ist die rechte Hand der Präsidentin, der Direktor von Bridges. Bei Hartman? Der sieht ja auch strange aus. Du warst bei Bridges 1. Gut, dann muss ich euch wohl nicht vorstellen. Hat er ihm gesagt, die Hartman? Wie lange ist es her, Sam? 10 Jahre? Sieh uns nur an. Zwei unsterbliche Freaks treffen sich hier. Naja, freut mich, dich zu sehen. Die Präsidentin wartet. Es ist deine Mutter, Bridget. Sie ist etwas neben der Spur, aber sie erkennt dich ganz bestimmt. Es ist deine Mutter, Bridget? Bruce Willis lässt grüßen. Frau Präsidentin, Sam ist hier. Wir lassen euch beide allein. Sam, ich wusste, du kommst zurück. Geht es dir gut? Ich weiß, du hasst mich. Amelie. Du weißt, dass sie nach Westen ging. Sie hat 3 Jahre gebraucht. Sie will das Land wieder aufbauen. Die Sache lässt euch nicht los, ha? Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Hilf Amelie, sie braucht dich. Gemeinsam können wir uns wieder verbinden. Ja, Puff John, es gibt für die Oculus gibt es Vader Immortal. Das ist krasses Star Wars für VR, ja. Kannst du selber mit Lichtschwert kämpfen und die Macht ausüben und so. Sehr, sehr abgefahren. Muss mal gucken, ich habe hier auf dem Kanal Videos von Vader Immortal 1 und 2. Sehr fresh. Bridget, du bist die Präsidentin von Garth. Sam, hör mir zu. Und auf der PlayStation gibt es ein VR Experience, ein DLC zu Battlefront, wo du einen X-Wing fliegen kannst. Das ist so geil. In VR. Also du sitzt wirklich drin in dem X-Wing und... Alter. Bitte. Was soll denn das gerade? Du willst mir also doch helfen. Nein, ich... Und warum ist sie jetzt auch so... Schwarz und so, oder? Das verstehe ich nicht. Also er hatte offensichtlich mal eine Frau und ein Baby und das ist seine Mutter. Ich liebe dich, Sam. Präsidentin ist auch. Ich werde am Strand auf dich warten. Frau Präsidentin! Oh nein. Okay. Doktor, wir brauchen. Ich weiß nicht, Layla, ich guck The Walking Dead nicht wirklich. Ich habe nur mal in die ersten 2 Staffeln reingeguckt. Hallo.
erinnere mich aber an nichts mehr. Nicht viel. Sie reagiert nicht. Bleiben Sie bei mir, Frau Präsidentin. Durchhalten. Wir verlieren Sie. Todeszeitpunkt. Ich komme mir wirklich vor wie im Kino. So. Die Beleuchtung, ich habe nur eine Lampe hier am Fernseher an. Seine Mutter ist seine Frau, sein Stammbaum ist sein Kreis. Was? Hey Honeymoon, wieso bist du traurig? Wegen dem hier oder was? Ja, merkwürdigerweise ist das Gesicht der Frau, der Ehefrau, also, ja. Auch niemand darf wissen, dass die Präsidentin tot ist. Wenn das rauskommt, ist Bridges geliefert. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht. Klar? Ja, Direktor. Aber was ist mit der Leiche? Raum war ein Hologramm. Ohne die Leichenentsorgung. Darum kümmern wir uns. Sam, vor ihrem Tod schloss die Präsidentin einen Vertrag mit dir. Hey, super Dexter, ganz subtile Plug, hä? Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren, so wie sie es versucht hat? Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Wenn das kein Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Direktor, der Krebs hat ihren ganzen Körper befallen. Die Entnahme von Organen ist unmöglich. Und eine Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und was soll ich tun? Wir haben momentan keinerlei Boten. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Leiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der leere Sturz hat die Straße von Capital North City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es nur noch zu Fuß. Durch die Berge. Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehrer. Ich also. Warum? Sam, du bist bereits im Dienst. Jetzt mach deinen Job, Sam Porter Bridges. Irgendwie scheint das ein Problem zu sein. Wenn Leute sterben, müssen sie verbrannt werden. Ansonsten werden sie ja zu dieser komischen, tärigen Masse oder so, ne? Das finde ich auch interessant. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, was da los ist. Was sagen. Okay. Honeymoon? Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hört zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, was dann? Wer ersetzt sie? Seht ein. Amerikas Geschichte. Du musst ja nur das Original Amerika von... Amerika ist noch nicht tot. Er sagt doch, er stirbt. Battlefront holen, den ersten. Aber wir haben noch ein gibt's mittlerweile ja an allen Ecken für 5 Euro oder so. Dafür ist jetzt keine Zeit. Die X-Wing ist, VR DLC mischen wir umsonst. Und Amerika wie geplant wieder aufbauen.
Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam. Und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Wenn wir nicht alle wieder zusammenkommen, wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Zeit läuft ab. Ich liebe dich, Sam. Ich warte auf dich am Strand. Spirit. Ja. Ich weiß ja nicht, was ein Void Out ist. Man wird zum Void Out. Was ist ein Void Out? Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, bei The Spirit Within mussten sie auch nur so berührt werden und dann waren sie tot. Also die haben sich doch dann nicht verwandelt, damit oder? Damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Sam schafft das schon, ne? Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen. Und das Fiese war ja, dass nach dem Battlefront DLC alle gedacht haben, wie geil ist das denn? Im nächsten Battlefront gibt's bestimmt X-Wing, Online-Kämpfe und alles wird besser. Und Electronic Arts so, fickt euch. Einen Scheiß kriegt ihr. Da waren die feinde Seelen eines fremden Planeten. Ja, so ganz vage kriegt das auch noch zusammen. Der Film war ja seinerzeit absolutes Vorzeigematerial, was so gerenderte Charakter und sowas angeht. Sam, hier ist Die Hard Man. Deadman hat die Nutzung der Handschellen erklärt. Benutzt sie, um den Okay, wo sind wir denn? Hier müssen wir hin, oder was? Sieht jetzt doch gar nicht so schwierig aus, oder? Hat er nicht erzählt, ich muss irgendwo hochklettern? Ich gehe jetzt erstmal dahin. Markierung setzen. Brennungsofen zu ordnen. Zum Kreis. Klar mache ich es, ja. Sam, ich denke nicht, dass ich dich daran erinnern muss, aber beim Leichenabtransport zählt jede Minute. 48 Stunden nach dem Herzstillstand wird deine Leiche zu einem neuen GD und macht uns die Hölle heiß. GD. Was ist denn ein GD? Und ich muss zu was für einem Kreis? Da oben, oder was? Shit. Markierung setzen, Route einzeichnen. Ja, hier so, Route. Kann man das so machen oder? Keine Ahnung. Ach so. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Er zeigt die Route jetzt wirklich wie in Argument Reality. Aber jetzt muss ich mal gucken, entschuldigt. Also vielleicht erstmal dahin. Ich muss ja auch den Straßenverlauf oder was auch immer hier folgen, ne? Dann irgendwie so dahin. So richtig erkennen kann ich es auch nicht. Und dann. Also dahin. Und dann machst du vielleicht, was du willst. Keine Ahnung. Jetzt habe ich zwei Routen gesetzt, glaube ich. Ey, hör auf, um zu eiern. Bruder! Reiß dich zusammen. Achso, okay. So, aber der Rest des Spiels ist dann genau das hier, oder was? Ich laufe. Solange es schöne Sachen zu sehen gibt, habe ich da gar kein Problem mit.
Leichen transportieren. Leichenschaufeln stärker hin und her als reguläre Fracht. Beginnst du dein Gleichgewicht zu verlieren, versuche es mit L und R2 zurück. Okay. Dann. Das ist echt merkwürdig, Leute. Präsidentin Strand war das Symbol des amerikanischen Wiederaufbaus. Obwohl das Land am Boden lag und seine Bewohner in alle Winde verstreut waren, glaubte sie stets an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Ich finde das cool aus. Die Menschen gaben die Hoffnung auf Amerikas erneute Auferstehung nicht auf, weil sie an sie glaubten. Wir glauben, dass dieses Land wieder aufgebaut werden kann. Ich kann mir aber tatsächlich vor... Nee, da passiert ja noch mehr. Ich habe schon Sequenzen gesehen, wo er auch mit Leuten kämpft und so, ne? So, aber jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen dahin und dann... Jetzt sehe ich meine Bodenmarkierung aber irgendwie nicht mehr so. Bodenmarkierung? Habe ich mich jetzt schon verlaufen? Doch, ich bin eigentlich auf dem richtigen Weg. Wie kann ich reinzoomen? Die Steuerung war nichts. Na gut, ich gehe da rein. Aber ein Auto kann ich jetzt nicht einfach nehmen, ne? Warum muss man die denn tragen? Ist doch albern. Oh, oh. Ich bin hingefallen, Leute. Verdammt, tut mir leid. Verdammt, tut mir leid. Kann ich bitte hier ins Auto einsteigen? Nein. Verdammt. Eine angenehme Reise. Danke. Ach, das sieht gut aus alles. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ab hier wird's wild. Ich habe mir hier Wege aufgezeichnet. Was ist das? Was macht hier diese Geräusche? Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Warte. Leiche entdeckt. Leiche bitte umgehend zum Verbrennungsofen bringen. Öffne über Blas, kannst du uns mal eine Liste alle auf dem verschiedenen. Na gut. Wir haben etwas zu tun. Packen wir es an. Ja Leute, ich laufe jetzt einfach nur. R1. Drück mal R1. Hab ich gemacht. Alter Scheiße. Ich falle immer hin. Gamer, schafft PSVR 2 4K? Keine Ahnung, wir wissen nichts über die PSVR 2. Und es gibt Musik. Sehr schön.
Scheiße, 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 komm schon. Diese Markierungen sind doch nicht alle von mir, oder? Verstehe ich nicht. Puff, John, das ist Quatsch. Das ist falsch, was du da schreibst, ganz simpel. 760p, ist doch Blödsinn. Das Display hier hat eine Auflösung von 1080p. Und das Ding läuft mit 120 Hertz. So. Ah. Muss ich da oben hin zu dieser Markierung? Wisst ihr das? Das ist eine wichtige Stelle, hab ich gemeint. Nein, kein Headset wird 60 Hertz haben. Ist doch Quatsch. Okay, das war keine wichtige Markierung. Ich geh mal weg. Ah, ich hab R2 gedrückt. Aber das sind doch nicht alles meine. Ich hatte doch nur eine gemacht. Am Anfang des Spiels ist er doch mit so einem Motorrad gefahren. Ich hoffe, man bekommt nach einer Zeit dann auch solche Sachen. Weil jetzt so einfach zu laufen ist tatsächlich jetzt nicht so super aufregend. Aber es sieht alles sehr schön aus. Ja, man kann das so als Spaziergang wahrnehmen, wenn es nicht ein Flat wäre. Hi, Red the Bull. 2 hast du gemacht. Gut, Sharon Speed. Okay, ins Wasser gehe ich lieber nicht. Da werden wir weggespült. Da hinten ist irgendwas Rotes, das würde ich mir mal angucken. Und was tust du? DFA, wenn es dann eine neue PSVR 2 gibt, ne? Das weiß ja noch keiner. Leider. Ich gehe mal auf die andere Seite, das sieht da ein bisschen wegsamer aus. Komm schon, mach schon, Bruder, geh. Ja, danke. Aber so richtig, ich muss jetzt mal wieder auf die Karte gucken. Jetzt ja einfach so quer durch die Berge. Oder wäre es schlauer, am Fluss lang zu gehen? Da ist das Gelände doch ebener, oder? Dann könnte man... Oh, das ist mir zu nah. Also, wenn ich jetzt den Fluss lang gehe... Dann könnte ich ab hier irgendwann wieder in Richtung des Brennofens. Hört sich für mich eigentlich ganz logisch an. Allerdings sieht das da hinten aus, als wenn ich dann Wasserfälle hoch müsste. Das kann ja nicht sein, ne? Das stimmt was nicht. Rechts um den Berg.
Berg. Ist hier jemand? Rechts um den Berg. Aber wo ist denn rechts? Das Ransum bringt dann nicht wirklich viel, finde ich. Das vergrößert auch nur die Pixel. Aber Wegsum bringt was. Ha! Ich versuche mal hier durch diese... Lücke herzugehen. Okay. Schauen, wie das Sitzen mich langsam nervt. Ich sitze ja auf einem normalen Stuhl. Das ist nicht so gemütlich auf Dauer. Noch ein kleines Stück. Ich würde aber gerne diese Mission hier wenigstens zu Ende spielen. Es gibt keine Infos über die PlayStation VR 2. Was auch immer du im Internet findest, sind Spekulationen, Mutmaßungen. Irgendwelche Franzosen haben sich einen Spaß draus gemacht. Und ein Pseudo-3D-Video über eine zukünftige VR von PlayStation gemacht, etc. etc. Aber es gibt nichts Konkretes. Fuck! Ey Leute, was ist das hier für eine Eier? Nein. Tut mir echt leid. Hat die Leiche was gesagt, oder nicht? Das gibt's doch nicht. Also das ist jetzt der Moment, wo ich eigentlich... Hier fängt das an zu nerven, weil ich gar nicht so richtig sehe, wo ich hingehe. Okay, jetzt bin ich auf der Leiter. Das kann ja nicht ganz falsch sein, wenn hier Leitern sind. Kann ich diese Seile irgendwie anfassen? Seil nehmen. Okay. Okay. Genau. Patente sind halt nur Patente, ne? Das ist nett, aber muss auch gar nichts bedeuten. Ah, guck mal. Oh. Und guckt euch mal bitte diese Optik jetzt an, ja? Wie das Ganze immer so hinten im atmosphärischen Nebel versinkt. Puh, echt toll. So, ich habe nur das Gefühl, Verbrennungsofen, wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Danke für den Tipp, rechts rumzugehen. Der hat ja wirklich funktioniert. Hey, Pete. Presse, ja. Wisst ihr, das Ding ist nämlich, wir alle wünschen uns ja Informationen, ja? Und deswegen ist die beste Chance, auf YouTube oder auf Webseiten Aufmerksamkeit zu kriegen, genau über sowas ständig zu berichten, ja? Alle noch so vagen Anhaltspunkte zusammenzupacken und darüber zu berichten. Dann kriegt man Klicks und Views und hast du nicht gesehen. Aber die Realität ist, keiner weiß irgendwas zurzeit. Es tut mir echt leid, Leute, ich muss das hier angucken. Ja? Also dafür ist das Spiel wirklich gemacht. Dieses Rumlaufen bräuchte ich jetzt auch nicht so dringend gerade. Aber wenn man irgendwo ankommt, wie krass die Grafik ist und wie atmosphärisch vor allen Dingen auch. Eigentlich möchte ich mich wirklich zurücklehnen und einen 3 Stunden Kinofilm sehen, der in dieser Welt ein Abenteuer erzählt. Das wäre schon. Das ist total fantastisch. Ich muss das gar nicht selber spielen. So, wir sind angekommen. Ich glaub's nicht.
Vielleicht wollte Kojima ja auch, dass wir das genauso anstrengend finden wie der Mensch, der was trägt oder so. Ja? Weil wir müssen wirklich die Tasten drücken. Wir können nicht einfach sagen, jetzt lauf, Charakter, so wie in allen anderen Flat-Spielen, sondern wir müssen selber Tasten drücken, wir müssen echt arbeiten. Ich finde es wirklich interessant. Geschichte ist noch interessant. Wenn ich in VR spiele, dann sehe ich ja eure Texte direkt vor der Nase, ne? Und hier muss ich immer vom Spielgeschehen weggucken nach rechts. Das ist tatsächlich ablenkender, als wenn ich in VR spiele und mir das so soft eingeblendet wird. Das ist schade, dass es in 2D gar nicht geht. Traurig. Interessant ist ja, dass Kojima selber, gab es ja letztens die Nachricht, hat sich ja eine Valve Index geholt. Ja? Also der Typ hat mit VR Kontakt. Ich war wirklich interessiert, weil es entsorgt werden soll. Was der daraus macht. Central Nord wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier. Weil dieses Teil nicht funktioniert hat, steht alles in Igors Protokoll. DFA, es gibt unfassbare Gerüchte über die PlayStation VR 2, die tatsächlich einfach zu gut waren teilweise auch, ja? Die Kapsel überlebt es nicht. Hab Mitleid, wenn du willst. Aber der Entschluss steht. Es muss weg. Der Direktor hat das abgesegnet. Boah. Handabdrücke habe ich immer noch nicht verstanden. Sam, hörst du mich? Shit, der Blackout hat wohl die Verbindung gekappt. Sam, wie ist dein Status? Ich gerade dich in den Das kannst aber sicher sein. 50, sobald es irgendeine konkrete Nachricht gibt über die PlayStation VR 2, bin ich der Erste, der sich ans Internet hängt und darüber erzählt. Das kannst du aber tatsächlich wissen. Ich muss weg, bevor sie merken, dass ich hier bin. Sam, wenn dich so ein Ding frisst, kommt es zu einem Leeresturz. Du kehrst zurück, klar, aber von der Umgebung bleibt nur ein Krater übrig. Ich habe eine Idee. Thank you.
Unten bleiben und vorsichtig bewegen. Nein, Evil, man kann es nicht auf VR spielen. Ich spiele nur im Cinema-Modus, also ganz normal in 2D. Wie kann ich mich ducken? Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das kommt davon, ne? Ich glaube gar nichts. Ich habe sehr viele Varianten und Überlegungen, wie eine PlayStation VR 2 aussehen könnte. Ich verstehe noch nicht, was hier gerade passiert, Leute. Abschütteln. Achso. Gott. Ich schüttel ab. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn da los? Was ist das für eine Scheiße? Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Geht weg. Ey, da passt man einmal nicht auf. Und schon fassen einen so Schleimis an. So. Soll ich jetzt weglaufen oder was? Ich check's nicht. Hier sind immer so Wesen. Was soll ich da machen? Alter. Ja. Warum ist da ein Oktopus? Ich verstehe das alles nicht. Kann ich jetzt weitergehen? Wo soll ich denn überhaupt hin? Ich will den weg. Das ist doch nicht schön. Muss ich mit dem kämpfen oder was? Ich kann doch gar nicht kämpfen. Bitte. Ich möchte das nicht. Aber ich möchte es angucken. Das sieht interessant aus. Mo, löscht alles aus. Mein Gott. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich habe nicht aufgepasst. Weiß das jemand, was ich hier machen soll? Der ölt irgendwie alles voll. Steigt ja bei mir auch, ehrlich gesagt. Ich gehe mal auf den Stein und der kommt dann mir aber hinterher. Abhauen. Ja, wie denn? Der kommt immer nach. Guck mal, ist schon wieder alles ganz ölig. Das ist eine Scheiße. Vor allem weiß ich gar nicht, wohin. Ich kann nichts sehen. Ich gucke ja immer auf einen flachen Bildschirm und muss jedes Mal mit einem Stick die Kamera drehen, damit ich weiß, wo überhaupt Grafik ist. Das ist total anstrengend. Genau. Ja, weglaufen. Ihr sagt das alle so. Ich krieche hier wie eine Schnecke nur durch die Gegend. Und überall ist das Teer. Komm schon. Hau ab, Junge. Geht's hier lang? Jetzt ist irgendwie alles schwarz geworden. Vom Gegner.
wo ich bin und was hier los ist. Gehe ich jetzt gerade wieder zurück? Muss ich wieder zurückgehen? Ich weiß es nicht, Leute. Soll ich wieder zurückgehen? Ja, ne? Ist das alles merkwürdig? Okay, alles gut. Kann ich das Baby irgendwie beruhigen? Geschafft, jetzt Baby beruhigen. Wieder an. Das schreit. Mein Baby schreit. Helft mir. Ich halte mir selber den Mund zu. Kann das sein, dass da in der Mitte Liken steht? Wieso steht da Liken? So, ich laufe jetzt mal wieder zurück zu dieser Basis. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Boah, das war aber aufregend. Das ist immer so merkwürdig, ne? Wenn man in einem Spiel noch gar nicht weiß oder noch nicht so richtig weiß, was man machen soll. Und dann kommt da so ein komischer Angriff. Du hättest schleichen müssen. Ja, ja, genau. Das habe ich erst jetzt... Also jetzt hocke ich die ganze Zeit. Ich weiß aber nicht, warum. Ich weiß nicht, welchen Knopf ich gedrückt habe, warum ich jetzt hocke. Aber ich glaube, ich hätte an diesen fliegenden Dingern vorbeischleichen müssen, ne? Baby wiegen mit dem Controller? Wie meinst du das? Jetzt geht wieder Musik los. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Und außerdem ist der ganz dreckig jetzt. Ich möchte nicht mehr mit dem spielen. Schmuddelig. Stellt euch sowas mal in VR vor, ne? Wow. Kreis? Kreis? Verschnaufen. Das Spiel speichern. Jedes Mal, wenn Sam sich ausruht, wird dein Spiel automatisch gespeichert. Du kannst Spielstände laden, indem du den in den Handschellensystem auswählst. Okay. Ach Sam, warum bist du jetzt so schmutzig? So mag ich nicht mit dir spielen. Okay. Genau, habe ich ja jetzt gemacht, ne? So. Achso, ja, vorhin habe ich das nicht gepeilt mit dem Schleichen im Kreis und so. Jetzt habe ich es gemerkt. Also kurz antippen, wieder zurück. Und so schleichen wir jetzt, ne? Alright. Vielen Dank. Eigentlich bräuchte das Spiel gar keine Einblendung. Die kriege ich eh nicht mit. Aber wenn ihr das schreibt, dann merke ich das. Tja, ich weiß auch nicht. Also sehr, sehr interessant. Ich glaube, mir geht es so ein bisschen... wie bei Horizon Zero Dawn das letzte Mal. Ich habe irgendwie Interesse an der Welt. Ich möchte die Geschichte erleben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es mir das wert wäre, jetzt hier dafür stundenlang Knöpfchen zu drücken. Ich würde das auch lieber als Film erleben. Also wenn schon 2D, dann bitte auch komplett interaktionslos. Habe ich gar keinen Stress mit, ehrlich. Weil mir ist komplett das Gefühl verloren gegangen, wenn ich ein Computerspiel in 2D spiele, dass ich damit irgendwas zu tun habe. Ja? Das finde ich, das kann ich nicht mehr empfinden. Ich weiß, früher war das mal okay, da dachte ich, oh, ich renne jetzt mal geradeaus. Aber für mich ist es jetzt immer, jemand rennt geradeaus und ich gucke von außen zu. Das ist nicht dasselbe, als wenn man selber in der Gegend rumsteht und überleben muss oder so. Schade. Ich finde es nämlich sau interessant. Ich finde es sehr spannend, was hier so los ist. Aber dafür, dass wir schon 2 Stunden spielen, ist
auch noch nicht so richtig viel passiert, ne? Sag mal sagen. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja, genau. Wenn VR es schafft und irgendwann VR-Spieler auch so aussehen, dann haben wir alle eine wirklich, wirklich wundervolle Zukunft vor uns. Komm zurück zum Verteilerzentrum. Überprüf den Standort auf dem Kompass. Moment mal, zurück zum Verteilerzentrum. Das ist das, ne, oder? Capital Note City, Auftrag. Ich kann gerade nirgendwo Verteilerzentrum lesen. Aber es bleibt ja im Prinzip nur das übrig, oder? Ich nehme das. Naja, ich habe ja auch schon in Skyrim so dreistündige Sessions immer hingelegt. Also das geht wunderbar. Das Problem ist tatsächlich, also so fantastisch das hier alles ist, aber so eine Runde Skyrim ist irgendwie trotzdem immer noch ein bisschen cooler. Aber ich liebe wirklich den Grafikstil. Ja. Ich mag das ganze Design, was sie hier haben. Diese zukünftige Welt. Ich stehe auf sowas extrem. So, ich gehe jetzt hier in den Schuppen, Leute. Du kannst gleich schlafen. Rotator, wenn dieses Spiel wirklich nur Pakete von A nach B schleppen ist, ich würde das in VR gerne machen. Hast du diese schöne Berglandschaft gesehen? Komm schon. Wenn sich jemand mit Doos mit einem BB verbindet, führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Tut mir leid, aber dieses BB hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden. Dieses Baby hat zu viel abgekriegt. Das Problem ist immer die Zeit, ne? Die 2 Stunden, die ich jetzt hiermit verbracht habe. Also ich werde jetzt sicher nicht... Alter. Nochmal 2 Stunden VR-Stream machen. Wobei. Keine Angst. Eine kleine Runde Persistenz. Okay. Ich werde immer bei dir sein. Schlafe ein. Sacht. Bald kommt die Nacht. Vater hält wach. Bis Skyrim sieht total okay aus. Ich weiß gar nicht, was du willst. Spiel hat 40 bis 50 Stunden Spielzeit. Dieses hier? Okay. Fifty, das ist eine gute Frage. Das Problem ist, diese Woche kommen 5 VR-Spiele raus. Und ich möchte die natürlich hier präsentieren auf dem Kanal. So. Ich möchte aber auch ungern mehrere Videos pro Tag veröffentlichen. Also halte ich mich dann mit den Livestreams zurück. Weil den ganzen Scheiß ja gar keiner mehr weggucken kann. Ich habe aber schon die ganze Zeit, seitdem ich mit No Man's Sky jetzt schon 50, 60 Stunden zusammen hatte, hatte ich eigentlich sowieso wieder Bock, mal wieder so einen richtig langen Skyrim-Stream zu machen. Aber ich würde das gerne an einem Tag machen, wo ich halt nichts anderes schon hochgeladen habe oder so. Und da müsste ich mich dann immer entscheiden.
Also, sagen wir mal so. 50. Skyrim oder Persistence gibt es die Woche noch. nein, nein, oh Scheiße, nee, pass auf, ich erzähle, was los ist. Also, ich habe gerade gesagt, 5 VR-Spiele kommen raus. Das war gelogen, es sind viel mehr. 5 sind es, die auf der PlayStation VR rauskommen. Ja? Und die muss ich innerhalb der nächsten 3 Tage zeigen, denn am Donnerstag hat Isabella Geburtstag. Da verbringe ich den ganzen Tag mit ihr und wir machen Sachen zusammen. Ja, wobei ich könnte eins der Spiele am Donnerstag, also vorher spielen und hochladen und am Donnerstag zeigen. Am Freitag wollte ich dann aber tatsächlich gerne das ebenfalls neu erscheinende Stormland spielen. Weil Stormland hat das Potenzial, genau wie das hier zu sein, nur in VR. Komm schon, das will jeder. So, und das bedeutet, ich komme nur, wenn ich quasi einen unendlichen VR-Marathon mache, komme ich zum privaten Spielen diese Woche. Es ist manchmal wirklich verrückt, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber so sehr ich Persistence liebe, so sehr Skyrim liebe, müsste mich immer entscheiden, ein Video über ein neues Spiel, das rauskommt, nicht zu machen, damit ich dann privat spielen kann. Das ist nun mal so. Als komischer VR-YouTuber. Und theoretisch läuft es ja nicht weg, ne? Ich könnte ja genauso gut die nächste Woche das machen. Aber ich guck mal. Ich guck mal. Bei Persistence zum Beispiel ist mir sehr bewusst, dass jedes Mal, wenn ich zwischen den Sessions lange warte, dass ich dann eigentlich immer wieder ein bisschen von vorne das lernen muss, wie es funktioniert. Und dass die Wahrscheinlichkeit, diesen blöden dritten Level endlich mal zu schaffen, auch sinkt. Ja? Aber du kannst dir ganz sicher sein, dass ich Persistent so lange spielen werde, bis ich es durch habe, auf jeden Fall. Und Skyrim habe ich jetzt hier auf dem Kanal 100 Stunden ich hab gespielt. doch gesagt, Dooms und BBs sind eine gefährliche Kombination. Läuft auch nicht weg. Also, Vielleicht solltest das du mal passiert duschen. halt auf jeden Du Fall bist ja wieder. noch voller Chiralium. Du willst doch nicht, dass die Präsidentin dich so Nee, sieht. Stormland ist Oculus-exklusiv. Du bist Es gibt es noch nicht mal für Steam, deswegen wirklich nur für 28. Oculus. Leck mich doch, ich bin nicht ein Laufbursche. Tja, jedenfalls verdankt es dir wohl sein Leben. Und wie gesagt, davon verspreche ich mir Du auch. diese Qualität hier in VR. Alles klar. Ich passe drauf auf. Ihr versteht, warum ich das gerne spielen Wo möchte. ist die Präsidentin von mir? Hau rein. Wieso sagt er, grüßt die Präsidentin von ihm? Die ist doch tot, denke ich. Die hat er doch gerade weggeschleppt. Manchmal verstehe ich das nicht richtig. Ja, also 50, man unterschätzt es vielleicht, aber es geht sehr viel Zeit darauf. Wenn ich euch manchmal ein Video hochlade, das nur 20 Minuten lang ist, dann habe ich daran 2 bis 3 Stunden gearbeitet. Ja? Und das ist echt viel Zeit an einem Tag. Mehr Freizeit habe ich nicht zur Verfügung. Oh. Das ist ein Traumfänger. Ach so. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, Das ist jetzt wirklich seine Mutter gewesen, ne? Ich werde immer bei dir sein. Am Strand warte ich auf dich. Okay, also eine Episode haben wir jetzt tatsächlich geschafft. Scheinbar, der Prolog dauerte eine Stunde, die nächste Episode dauerte eine Stunde. Wenn das so weitergeht, kann man davon ausgehen, dass man mit jeder Episode eine Stunde zu tun hat. Sam, hier ist Die Hard Man. Sollte er sich nicht Es gibt waschen? einen privaten Raum für dich. Bridges Sonderleistung. Nimm dir etwas Zeit und wasch dir das ganze Chiralium vom Leib. Komm danach ins Präsidialbüro. Mein Lieblingsgenre. Hau rein, vor allem eins. Mein Lieblingsgenre ist tatsächlich. Also in Flat habe ich unfassbar gerne Shooter gespielt, ne? So Battlefield war mein Lieblingsding. Ja. Aber seit VR hat sich das echt ein bisschen geändert, weil
Ja, da kann man es nicht mehr so in, ich spiele gerne Shooter. In VR, ich weiß nicht, was ist denn zum Beispiel in Death? Das ist ja kein Shooter, aber irgendwie doch. Und es ist auch ein Roguelike. Aber das Ganze würde ich niemals spielen, wenn es nicht VR wäre, in der Form, weißt du? Also in VR finde ich, es ist viel wichtiger, wie es sich anfühlt, als was das für ein Obergenre ist oder so, weißt du? Also, aber scheinbar habe ich eine Schwäche für Roguelikes, das kann ich ablesen, denn ich spiele gern Battlezone, ich spiele gern In-Death, ich spiele gern The Persistence, das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und ich mag auch gerne Shooter, ja, das macht super Laune mit dem Aim-Controller. In Farpoint oder Firewall oder Arizona Sunshine. Das ist schon sau cool, das mag ich schon gerne. Eher würde ich sagen als Strategiespieler oder so. Das ist nicht so mein Fall. Das habe ich mir jetzt auch tatsächlich in VR zum ersten Mal angeguckt. Ich habe vorher ein Flat Knee Strategiespiel gespielt, war mir ganz egal. Und als ich das erste Mal Coryx gespielt habe auf der PlayStation VR, war ich sehr begeistert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Ich gucke jetzt noch mal ein bisschen rum, was man hier in diesem Raum machen kann. Aber ich glaube, mit 2 Episoden sind wir dann heute doch auch schon okayisch weit gekommen. Ne? Was soll denn das vor allen Dingen? Hier passiert gar nichts. Tisch ansehen. Ah. Ganz entspannte Schleichwerbung. Sonnenbrille aufsetzen. Soll er sich nicht erstmal das Gesicht waschen? Ich bin mal gespannt, ob solche Sonnenbrille nicht demnächst zu kaufen gibt. Ich habe irgendwie das Gefühl. Figur ansehen. Alter. Das ist ja lustig. Hä? Und das hier ist wieder so eine typische Kojima-Geschichte, oder? Zack. So, ich trinke jetzt mal. Aber auch hier finde ich es interessant. Also wenn ich mir, ich habe noch ziemlich genau im Hinterkopf, wie Metal Gear Solid 4 auf der PlayStation 3 so rüberkam. Das war ja auch schon verhältnismäßig cinematisch und so. Und das ist schon krass mittlerweile, ja, wie es mit den Kameras funktioniert, die jetzt auch Tiefen und Schärfe so richtig haben und so. Ja, schön, schön gemacht. Und Jörg, hallo, spielst du das mit du es unter der VR-Brille? Ja, tatsächlich. Also FTL, wenn du Farpoint noch nicht gespielt hast, Alter, dann sofort dran. Ist fantastisch. So, jetzt ist es aber langweilig, hier Sachen in dem Raum anzugucken. Ich möchte irgendwie Dinge tun. Was soll denn das? Hier, Waschbecken. Waschbecken benutzen. Oh. Aktion ausführen. Jetzt wasch dich doch. Hallo? Ich weiß gar nicht. Ich kann Fotos machen. Alter, du sollst das Gesicht waschen und nicht hier Fotos. Was soll denn das? Vor allen Dingen, Leute, das ist gerade wirklich das Spiel. Ich dusch mal. Wie schräg ist das, oder? Jörg, aber wie gesagt, ich benutze einfach nur den Cinema-Modus des Headsets. Ich habe sonst jedes Mal Probleme, wenn ich was live streame in Flat. Passiert ja nicht so oft. Dann kann ich nur über die eingebaute Kamera mit euch reden oder so. Ich habe sonst kein Mikrofon. Und deswegen setze ich das immer auf, weil hier ist das Mikro eingebaut. Du warst also gerade dabei, dich zu waschen. Gut. Ja. Komm ins Präsidialbüro, wenn du soweit bist. Sie erwartet dich. Vor allen Dingen, auch in der Szene konnte ich jetzt mit dem rechten Stick so ein bisschen hoch und runter schwenken mit der Kamera. Die sind echt verrückt.
Ich bin zwar auch schon Shooter, aber in VR finde ich, dass die Shooter noch nicht so weit sind im Hingegen zu den detailreichen Gute Table. Arbeit, Sam. Weiß Vielen Dank. Hast du mal Farpoint Bridget gespielt? Das ist schon sehr geil. Sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Sam, hör mir zu. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Amelie. Amelie? Amelie, also. Ich glaube, das ist auch eine Schauspielerin. Kann das sein? Kenne ich die? Meine Mutter mag tot sein. Aber ich bin hier. Und du, Sam? Du bist auch hier. Ihr habt euch zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden. Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk, für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen, die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dazu benötigen wir deine Hilfe, Sam. Mann, damit bin ich durch. Aber wo haben sie denn her, die verjüngte Präsidentin nochmal? Ich check's nicht. Wir haben dich nie vergessen, Sam. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1. Und ging nach Westen. Okay, die Story hier gucken wir uns nochmal kurz an. Ich führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überlebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, den UCA beizutreten, und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre, aber wir schlugen uns bis nach Edgenot City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Entführt. Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Ich darf ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edgenor City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demons. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edgenor City. Ich habe von denen gehört. Ein Haufen Terroristen, den in Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons, die heimlich etwas planen. Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision hat. Super stylische
Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammen. Typen aber auch, ne? Was soll ich sagen? Die sahen sehr cool aus. Nicht. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben, sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Wie du, Sie Sam. Glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Hm? Ihr seid nicht besser als die Demons. Bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam. Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Und dafür benötigst du einen Cupid. Ein Motorrad. Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Cupid nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edgenor City erreichst, finde Amelie und bring sie nach Hause. Aber die steht doch gerade neben ihm. Oder ist das wieder so ein Hologramm? Danach werde ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Ja, das gut, war Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Bitte, Sam. Wir brauchen dich. Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Siehst du, als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Verdammt, Grader. Ich will aber das Motorrad. Warte mal. Stopp! Ne? Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht. Ich nicht auf. Ich verstehe. Hier. Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination. Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie. Das Baby ist lustig. Das ist witzig. Ja, also euch fällt es vielleicht auch auf, aber bei Horizon Zero Dawn ist es mir relativ leicht gefallen, nach einer Stunde oder so da mal wieder aufzuhören. Hier sind wir jetzt schon 2,5 Stunden am Start und nicht, weil ich irgendwie unterschrieben habe, 2,5 Stunden zu streamen, sondern weil es mich jetzt die ganze Zeit unterhalten hat tatsächlich. Nicht schlecht. Schönes Ding. Also meine Erwartungen wurden bisher nicht untertroffen. Ja, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass es eine spannende Welt ist, in die man hineingezogen wird, und genau das hat sich erfüllt. Also ich will leider auch wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Zeit, sowas in Flat auch noch zu spielen bei den ganzen fantastischen VR-Spielen, die momentan da sind. Ne? Überlegt man zum Beispiel Asuka's Wrath. Das geht auch irgendwie unendlich lang, irgendwie 60 Stunden oder 80, ich weiß es gar nicht mehr. Und das ist in VR. Hör und das sieht bombastisch aus. Du bist Sam Strand. Du bist Sam
Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Hi, Markus. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Dead Stranding. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind. Crater, ja. Ey. Time, ne? Ich kann euch ja mal erzählen, was ich heute gemacht habe. Hi, Tommy Pika. Oder sagen wir mal so, was ich gestern gemacht habe. Nach der 2,5-stündigen Live-Sendung habe ich mir noch die vom Zitronenarzt angeguckt. Dann habe ich The Curious Tale of the Stolen Pets aufgenommen auf der Oculus Quest. Dann habe ich die heutige Kompaktsendung geschnitten. Dann war es nachts um 2, dann bin ich schlafen gegangen. Heute habe ich aus der Aufnahme von The Curious Tales ein Video zusammengeschnitten. Danach habe ich für VR Ping Pong ein Video zusammengeschnitten. Dann, es geht immer so weiter. Und ich muss immer entscheiden, was gerade Priorität hat, ja. Also, ach so, was ich gestern Nacht nach den ganzen Schneiden und so noch gemacht habe, ist tatsächlich eine halbe Stunde Pistol Whip spielen. Das habe ich nur für mich gemacht. Aber das Video, wie man es richtig spielt, möchte ich halt auch richtig machen und Guten Morgen, Sam. Das braucht Zeit. Oder eigentlich nicht, aber merkst selber. Also, ich habe dieses Wochenende jetzt bestimmt insgesamt 10 Stunden alleine mit Sachen vorbereiten und schneiden und machen und talken und live für den Kanal verbracht. Es kostet leider echt viel Zeit. Man kann nicht immer alles machen, auf das man Bock hat. Also ich habe ja sogar mehr Zeit, als wenn ich jetzt noch einen täglichen 8-Stunden-Job hätte. Ne? Deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht. Bitte bereite dich auf die Lieferung vor. Ah, das ist das Baby drin. Sam, hier ist Deadman. Ich habe dein Baby mit den physiologischen Daten kalibriert, die wir über dich gesammelt haben. Es ist trotzdem nur eine gute Schätzung. Wenn du draußen warst, können wir prüfen, ob ihr synchron seid und die Baby-Sensitivität nach Bedarf anpassen. Gibt es einen vergleichbaren Titel für die Aim-Knarre von VR außer Farpoint mit Laufen können? What? Gibt es einen vergleichbaren Titel für Aim-Knarre von VR? Vergleichbar mit was? Außer Farpoint mit Laufen können? Tut mir leid. Wenn du den Satz nochmal so hinkriegst, dass ich ihn verstehe, beantworte ich ihn super gerne, aber das weiß ich gar nicht, was du meinst. Also in Farpoint kann man frei rumlaufen und schießen. Gibt es einen vergleichbaren Titel für die Aim-Knarre von VR? Viele, ja. Doom VR ist auch rumlaufen, schießen. Arizona Sunshine ist fantastisch mit dem Aim-Controller. Ein paar gibt es. Oh, genau. So, aber ich mache jetzt Schluss. 2 Stunden 32, das ist echt ein Flat-Rekord bei mir. In den letzten 3 Jahren habe ich nie wieder so lange ein Flat-Spiel gespielt. Wir machen Feierabend. Ich muss mich mal ein bisschen aufstehen und bewegen. Ja? Das ist das Gute an VR, da hat man meistens ein bisschen mehr Bewegung. Und
Moment mal, Waffe? Das wollte ich noch angucken. Scheiße, ja, aber es ist wirklich ein spannendes Universum. Ich hoffe, wir kriegen vielleicht wirklich, wenn in 2 Jahren Waffen ansehen. Oh. Hallo, wir kennen uns doch. Ich leite den Bereich für Lieferungen sowie Instandhaltung und... Habe ich mich schon vorgestellt? Hau rein, ich bin Mama. Das da sind Packseile. Hallo, erzähl doch... Leute, ey, warum erzählt der immer so eine Scheiße? Natürlich hat Doom freie Bewegung. DFH, hast du es gespielt? Hast du Doom VFA gespielt? Warum gibt es immer Leute, die irgendwas, was sie irgendwo gelesen haben, weitererzählen? Ich hab's doch gerade gesagt. Du kannst dich in Doom frei bewegen und zusätzlich teleportieren. Das ist tatsächlich eine Game-Mechanik, eine wichtige. Was ist denn immer los mit euch? Doom geht nicht. Skyrim sieht schlecht aus. Guckt es euch alles selber an, Leute. Macht es einfach. Du kannst mit dem Aim-Controller und mit dem Gamepad in Doom ganz normal frei rumlaufen, Free Locomotion, dich drehen und wenden und alles Mögliche. Es geht wundervoll. So, Kinder, aber jetzt ist wirklich Feierabend. 2 Stunden 33. Ich muss mal meinen Rücken strecken und gucken, was hier außerhalb der VR-Brille noch los ist. Ja, macht euch noch einen ganz netten Abend und wie gesagt, schaut morgen mal auf den Kanal. Ich bin sogar gezwungen, die Videos jetzt ein bisschen mehr zu verteilen, weil morgen am 12. kommen 3 oder sogar 4 Spiele für die PlayStation VR raus. 3 davon habe ich Videos, aber ich will die nicht alle an einem Tag veröffentlichen, das ist lächerlich. Wusste nicht, dass du hattest. bleibt einfach am Ball, schaltet ein. Ich werde die ganze Woche euch mit Stuff zuwerfen. So sieht's aus. Bis dann. Macht's gut. Good night. Ich schalte jetzt aus, wenn ich den richtigen Schalter finde. Tschüssi.